gibst du mir dafür? 180 vielleicht? 5 Kupfer, 1 Magnesium. Ah, wird nicht ganz so viel wert sein. Mal schauen mal. Lass gut sein, das führt zu nichts. Er ist immer nur angepisst vom letzten Mal. Er ist immer nur angepisst vom letzten Mal. Lebst in Österreich, in Kärnten. Ja, stimmt, dann verstehst das du ja sowieso. Für mich ist das ja kein Problem. Genau, genau. Na, also das ist eh kein Problem. Bayerisch und Österreichisch ist ja ziemlich nah beieinander. Möchte ich vielleicht was reparieren? Nee, ich habe keine Kohle. Auffüllen geht auch nicht, wir haben keine Credits. Dann Shop. Okay, geht auch nicht. Nee, wir werden hier einfach nur abhauen. Man sieht sich. Das führt zu nichts, oder? Warte mal, wir sind hier Datenbank. Achso, das geht nicht. Okay, dann nicht. Ich wollte gerade in die Galaxieansicht, aber ich glaube, das ist schon das Tor. Wir sind erst hergesprungen über das Tor. So, wir springen mal rüber auf das Asteroidenfeld. Ich weiß nicht genau, ob wir da schon waren. Machen wir nochmal die Galaxie auf. Galaxieansicht. So. Hier sind wir. Ja, genau, wir sind von da. Nee, wir sind von da rüber. Wir sind von da rüber, glaube ich. Und da waren wir auch schon mal. Das heißt, wir müssen da eh nicht mehr hin. Das passt schon. Wir wollten auf jeden Fall Richtung Norden. Weiß ich noch. Ah, okay. Wir gucken mal. Wir müssen auf jeden Fall noch zum Asteroidenfeld, wenn wir nicht da schon waren sogar. Aber das sehen wir jetzt gleich. Und wenn es dann nichts mehr gibt, dann springen wir gleich zum nächsten System. Da ist übrigens wieder irgendein Feind. Der ist rot. Den Feind wollen wir nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier schon waren. Auf jeden Fall, wenn wir nach Norden fliegen, dann gibt es lauter Planetensysteme, da wo wir noch nicht waren. Ah ja, okay. Also hier wird nämlich kein weißes Dreieck angezeigt irgendwo. Das heißt, es gibt hier nichts mehr für uns. Das heißt, wir hauen ab. Wir springen weg. Zack. Hey Balian, servus. Schön, dass du auch da bist. Voll cool. Hast auch gesehen, dass ich halt stream. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Wir werden heute mehr Richtung Heimat fliegen. Also weiter weg geht schon fast gar nicht. Haben wir gerade gesehen, wir haben einiges vor uns. Wir können auch wieder einiges an Abenteuer erleben. Also ich habe hier so viele Quests offen, die wir morgen auf jeden Fall noch erleben. Was ist denn das? So, ich dachte gerade, da ist eine Quest. Okay. Wir wollten in den Norden. Weil wir wollten nämlich hier lang und dann da. Oh Gott. Oh Gott, das sind die Litzer. Die Litzer hassen uns doch. Na, wir müssen da lang. Über die Kutest sind wir erst gekommen. Da ist scheiße, da waren wir schon überall. Was ist denn hier? Was ist eine Quest? Was ist das für eine Quest? Steht da gar nicht. Es leuchtet hier auf, aber so links oben steht nur Black Talon. Hm. Komisch. Egal. Wir fliegen da rauf. Also ich hoffe mal, die Elitzer lassen uns durch. Ah, mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall hier nach Lambda. Da waren wir noch nicht. Da gibt es nämlich was. Hier waren wir schon. Da gibt es nichts mehr für uns. Ja, wir fliegen dahin. Oh Gott, schon wieder was kaputt. Oh Gott. Legierungsanoden. Eine Legierungsanode. Kennt doch jeder. So, ich fress mal wieder ein bisschen Erdnüsse. Oh geil. Wir kollegieren nach unten. Rechts oben sieht man immer das Sonnensystem. Was ist denn da? Das ist ein Frack. Cool.
Da will ich hin. Also wir fliegen jetzt erst zum Asteroidenfeld. Liegt nämlich genau in unserem Bereich, wo wir hindriften. Und dann schauen wir uns dieses Wrack an. Ich glaube, das ist ein Wrack. Dann müssen wir eben korrigieren. Die Sonne zieht uns ordentlich an. Die Sonne zieht uns so an, dass sie uns immer weiter reinzieht. Deswegen müssen wir korrigieren. Ebenso hier. Hier ist auch irgendeine Sonne. Ja, diese zweite Sonne. Und die zieht uns auch echt fett an. Und hier ist das Asteroidenfeld. Wollen wir auch hin. Hier fressen wir eben die letzten Erdnüsse. Toll. Und hier gibt's wieder was. Alang. So. Wir haben fast dagegen geknallt. Machen wir die Waffen an. Jetzt können wir gleich ballern. Können wir gleich den Asteroiden abernten. Bäm. Nein. Oh, Glück gehabt. Ich dachte gerade, das Kupfer haut ab. Hier oben ist der nächste irgendwo. Wir fliegen mal da lang. Die Sonne ist ganz schön hell. Die Sonnen müssen immer so hell sein. Ja, wo ist... Ah, da. Ein Platin, okay. Den Rest haben wir nicht gefunden. Scheiße. Ist hier nur irgendwas? Nix. Boah, ist das hell, oder? Nice, ich sehe kein Platin mehr. Schade, weil es ist nämlich viel wert. Na, ich glaube, da gibt es keins mehr. Oh oh. Oh oh. Boah, Glück gehabt. Boah, Glück gehabt. Boah, Alter. Okay. Hier gibt es nichts mehr für uns. Wir müssen jetzt rausspringen. Ich hoffe, es geht gut. Okay, klappt. Da darf halt nichts vor uns sein. Und ich sehe nicht so weit, dass ich den Sprung ordentlich berechnen könnte. So, wir springen jetzt hier rüber. Ich möchte zu dem Wrack und ich möchte da runter zu dem Planeten. Ich fliege erst da runter und dann lasse ich mich da hindriften. So mach ich's. Die Sonne zieht. Scheiße. Boah, was das mit Sprit kostet. Wir müssen auf jeden Fall demnächst wieder auffüllen. Was ich nicht ganz kapiert habe bisher, wie man ordentlich mit den Schwerkräften arbeitet. Die Anziehungskraft von der Sonne ist enorm. Man könnte sich einen Haufen Sprit einsparen, aber ich check's immer nicht. Ich lenke immer volle Kanne dagegen, so wie jetzt halt. Aber eigentlich müsste ich jetzt halt... Ich glaube, ich müsste im Uhrzeigersinn mich driften lassen. Das dauert Ewigkeiten. Da wäre kein Bock dafür. Was ist hier? Hä? Hier. Die Sonne hat echt krass gezogen. Wenn ich mich wegbewege von der Sonne, dann hat ja ganz schön hohe Anziehungskraft jetzt gerade. Und dann verliere ich an Schwung. Hast du einen Radar? Unten rechts? Okay, zu spät, bist schon aus dem Asteroidenfeld raus. Ja, stimmt. Aber Radar gibt es da leider nicht. Da gibt es nur diese Pfeile. Die kommen, glaube ich, aber nur, wenn man noch nicht... Ach, da ist was. Wenn man noch nicht den zerschossen hat, den Asteroiden. Zumindest laut Luki kannst du mir helfen. Ja, hat schon ganz gut geklappt. Ich glaube, da war nichts mehr. Da war, glaube ich, kein Platin mehr. Ah, ein Wrack. Ein Wrack. Das schauen wir uns an. Gibt es irgendwas zum Holen?
Luftschleuse verbunden. Eva 1 bereit zum Boarden. Wir werden uns mal ein bisschen umschauen. Scheint alles ruhig zu sein. Das Schiff ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe nichts Gefährliches. Okay, mal sehen, was wir hier finden können, okay? Ich kann mir das in meinem Eva-Anzug nicht genau ansehen, aber es sieht interessant aus. Soll ich es zurück zum Schiff bringen? Ah, ein adaptives Heilmittel. Das haben wir letztens als Loot bekommen von den Rexet. Rexet. Okay, wir nehmen das mal mit. Okay. War nicht schlecht. Was ist denn das für ein Heilmittel? Das ist aber nicht gegen die Misurani, oder? Ich glaub nicht. Ich glaube, das ist ein normales Heilmittel. Also so, ja, Verletzungen heilen und Schürfwunden. Nein, nicht Schürfwunden. Also richtige krasse Wunden wahrscheinlich. Ich fliege jetzt mal rüber Richtung Osten. Da gibt es noch einen Planeten. Den hier. Da ist zwar irgendjemand Rotes. Rot ist nicht so gut. Oh Gott, hinter uns ist auch ein Roter. Oh Gott. Oh, der ist weg. Der fliegt weg. Das war Ilitsa. Na, die Ilitsa sind nicht mehr so gut zu sprechen mit uns. Ich habe es mir letztens versaut bei denen. Wegen einem Gerichtsurteil. Ich werde nie wieder ein Gerichtsurteil verkünden. Nie wieder. Misurani. Oh, super geil. Nicht. Scheiße. Misurani. Nein. Nein, ich werde sofort das Feuer öffnen, die können am Arsch lecken. Sind die groß? Sind die groß? Schnell weg, schnell weg. Oh Gott, sind die groß. Nein. Alter. Boah, scheiße. Boah, ja, die hassen uns, weil wir so dieses Misurani, dieses Signal dabei haben. Es ist heftig. Okay, wir springen sowieso weg. Wir wollen weg von hier. Okay, weg hier. Das war jetzt gar nicht mal so einfach, weil wir haben schon das Feuer eröffnet. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, also das nächste Ziel wäre entweder Beta Eridani. Da gibt es eine Versorgungsstation. Aber nur von den Robotern. Diese Roboter da. Ja, es gibt Mineralien. Ja, das wäre nicht schlecht. Justitia. Okay. Also der Punkt wird sich gar nicht rentieren. Da gibt es ja nur Gas, Gas und Metall. Nur ganz gewöhnliches Kupfer. Ich würde hinspringen, wenn es eine Ruine gibt oder sowas. Aber das sehe ich halt hier noch nicht. Ich glaube, ich lasse es. Nee. Ich will lieber dahin. Da können wir wenigstens eine Treibstoffvorräte auffüllen. Und Mineralien schöpfen. Ja, das ist wichtiger. Auf jeden Fall. Vergiss nicht zu tanken. Oh ja, das muss ich jetzt sowieso machen. Ich wollte eigentlich direkt auf die ballern, Scrazy. Ich wollte direkt auf die ballern. Nur die sind größer als ich. Ungefähr ums 20-fache. So, wir haben wieder eine Treibstoffwarnung. Das kennen wir ja schon bereits. Das Spiel liebt sowas. Immer am Limit zu sein. Jetzt eine kleine Runde über diese Sonne. Also ich lasse mir jetzt ein bisschen treiben. Diese Umlaufbahn. Dann will ich da hin. Da will ich hin. Okay, ich drifte ganz schön ab. Das dachte ich mir jetzt gar nicht. Wenn man Anziehungskraft braucht, dann bekommt man es nicht. Das ist echt kaum Anziehungskraft. Ganz leicht nur. Ganz leicht. Dann lassen wir uns treiben. Und fressen Nüsse. Passt. Was hast du heute so gemacht, Scrazy? Was warst du heute zu Hause? Was du hast Ferien, oder? Nee, Schmarrn, du arbeitest schon, gell? Jetzt weiß ich was nicht mehr. Ich verwechsel es immer mit Nachtspion. Tut mir leid. Lecker Erdnüsse. Nom, nom, nom. Oh, scheiße, ich hau schon voll ab. Moment, ich fliege nach oben, wenn ich schon mal hier bin. Ich dachte eigentlich, ich drifte nach unten weg, also Umlaufbahn und so, aber es gibt keine Umlaufbahn.
Es gibt nur das Nichts. Das Nichts. Schauen, was der grüne Planet ist. Ob das ein Stern ist oder... Ich glaube, das ist ein Stern oder... Vielleicht ist es ein Planet. Mhm. Na, ah. Misurani-Planet. Scheiße. Ich hab keinen Treibstoff mehr. Scheiße. Was mache ich jetzt? Genau. Genau, ihr habt's mir noch gefehlt. Genau, ihr. Okay. Aufs Maul. Sehr schön klein. Nein, oder? Nein. Frachtraum voll. Really? Ach stimmt, wir haben ja Stickstoff dabei. Wir müssen doch nicht verdursten, wir müssen doch nicht, ersticken. Was ist denn das? Platin. Reparieren mal. Ja. Die Frage ist, bringt's wirklich was, dass wir hier Dinge verbrauchen? Ich glaube, das sind echt teuer. Genau, du bist erst 14, stimmt, genau. Dann war ich doch richtig. Dann hast du doch Ferien, oder? Du warst heute nach einiger Zeit wieder im Real Life. Was ist das Real Life? Was ist denn das? Das haben wir auch nicht mehr erkannt im Urlaub. Nee, wir haben viel gemacht, wir waren ja draußen und so. Also doch, ab und zu gehe ich schon raus. So, was machen wir jetzt mit dem Kupfer? Ich möchte es ja ganz gern verkaufen. Yeah! Xube 84, Dankeschön für den Follow! Die Benachrichtigung kam ein bisschen spät, oder? Das liegt an Streamlabs, da kann ich nichts dafür. Aber Dankeschön für den Follow! Willkommen heute zu The Long Journey Home. Ich überlege gerade, ob ich das Kupfer verkaufe oder ob ich es benutze. Mein Frachtraum ist voll. Das erste Anime, das du schaust. Was schaust du denn für ein Anime? Ich kenne mich damit eigentlich gar nicht so aus. Ich kenne mich damit gar nicht so aus, Cressy, aber... was ist das? Wie heißt das bekannteste? Ich hab's vergessen. Wenn du es mal sagst, dann weiß ich es bestimmt. So, ein Aluminium. Was haben wir hier? Ein großer Ebenkanister. Schön verseucht für den Misurani. Geil. Weg hier. Ich hab zu wenig Materie. Wo fliegt der hin? Was war das jetzt? Was war denn das jetzt? Da wollte ich sowieso hin. Weil ich wollte ja auffüllen, wenn es geht. Ah, ich brauche Credits. Das Blöde ist, die handeln zwar schon mit mir, aber ich glaube, die haben einen scheiß Preis. Wir schauen mal. Vielleicht geht's. Händler. Wie viel ist denn das wert? 54? 24. Autsch.